Henriette Reker, Oberbürgermeisterin von Köln. Prinzenproklamation, wenn man jetzt so ein bisschen auf ihre Amtszeit guckt, es könnte die vorletzte sein. Ist man da schon so, hat man da schon einen Hauch von Traurigkeit? Nein, überhaupt nicht. Einmal ist es ja nicht die vorletzte Prinzenproklamation, die ich besuche. Aber auf der, wo Sie proklamieren. Ob ich im Amt bin oder nicht, gehe ich zur Prinzenproklamation, wenn ich eingeladen werde. Und darauf freue ich mich jedes Jahr. Aber wo man auf der Bühne steht sozusagen. Ja, das ist auch schön, dass man auf einer Bühne steht. Aber es gibt nicht nur eine Bühne auf der Prinzenproklamation, sondern es gibt darüber hinaus auch andere Bühnen. Und die betritt man nicht nur als Oberbürgermeisterin. Das ist wahr. Jetzt haben wir dieses Jahr ja ein Familiendreigestirn. Ist das was Besonderes auch für Sie, wo Sie sagen, das ist eigentlich toll, weil das nochmal so einen ganz anderen Zusammenhalt auch im Kölner Karneval zeigt? Also ja, das ist was Besonderes und man spürt das auch. Dass die drei irgendwie zusammengehören und sich aufeinander verlassen können, das ist auch bei Freunden so. Aber hier ist es schon so, dass die beiden älteren Herren dem Jungen das Regiment überlassen haben und das finde ich gut. Rede auf Kölsch heute. Ja, Rede auf Kölsch. Und die Rede wird nicht die Oberbürgermeisterin halten, sondern die OB-Puppe aus dem Hennesschen-Theater. Wunderbar. Ich wünsche Ihnen, eine Frage habe ich noch. Das Motto, Watte-Theaterspiel, Watte-Jecke-Spiel. Denkt man das manchmal auch im Kölner Rat, wenn man da oben sitzt? Ja, das denkt man manchmal im Kölner Rat, aber das denkt man auch manchmal bei der Politik, die weit über Köln hinausgeht. Und manchmal ist das, was so im Nahen Osten passiert, schon sehr bedrückend. Eine wunderbare Proklamation wünsche ich Ihnen. Danke.